sich am meisten interessiert, ist eigentlich das, wo sich die Struktur symmetrisch von der Kante zur Mitte hin verändert, weil das korrespondiert dann mit dem zunehmenden Aufkantwinkel und damit, ob ich große Kantwinkel oder kleine Kantwinkel fahre. Und das ist eigentlich genau das, was wir suchen. Da waren wir ja dann eher, sind wir eher da. In den Strukturen. Genau, und das probieren wir aus, da brauche ich Testski. So wie wir im Skitest besprochen haben, mit der Struktur, wo wir gesagt haben, wir machen die allgemeine Strukturtiefe ein bisschen flacher und wir schauen, dass wir genau im Mittelbereich nur die Pfeilform haben und im vorderen und im Hinterteil außen gerade auslaufen. Im flachen Aufkantwinkel mehr Unterstützung, mehr Präzision, das kriegen wir dann im Endeffekt durch diesen Queranteil, den was wir da vorne haben, und gleichzeitig aber mehr Geschmeidigkeit im Drift, das kriegen wir dann durch diese weniger Strukturtiefe und durch das, dass wir da eigentlich in dem Bereich vom Ski keinen Queranteil von der Struktur wieder haben. Also eigentlich auch sehr greifbar, warum das jetzt halt funktioniert. Danke für euren Einsatz da und für die vielen guten Ideen.